Du, Schorsch, da ist's schon wieder. Froni, was meinst denn? Na, da glotzt schon wieder einer rein mit so einem komischen Ding da. Bist halt wieder ein bisschen paranoid, oder was? Hanoi, aber der kommt immer und zielt mit so einem Ding da auf mich. Jetzt nerv nicht. Mensch, jetzt hör doch mal auf mit der Fresserei und guck doch einmal. Wer weiß, was der will, und der ist so groß. Und da blinkt so rotes Licht. Vielleicht will der uns fressen. Mei, bist halt wieder ein mega Schisshäsle. Jetzt lass mal halt mal Ruhe. Mir schmeckt's grad. Na toll. Da kommt ein riesiges Monster und will uns vielleicht fressen. Und dir ist's mal wieder egal. Du hast bloß deine Fresserei und Faulenze im Kopf. Anstatt dass du mal um meine Sorge und Ängste kümmerst. Jetzt dreh dich halt mal rum und guck auch mal. Mei, Froni, jetzt guck doch einmal genau ne. Ich glaub, du brauchst gar eine Brille. Das ist doch bloß unser Häuptling, der Tom. Der macht wieder einen neuen Film, so wie es ausschaut. Mensch, aber ganz wohl ist mir trotzdem nicht. Ich besorg mir jetzt doch ein Brill. Hast du das der letzte mitgekriegt, wo die Brevina und der Pref aus dem Nachbarstamm gelabert haben? Brevina hat doch auch noch Englisch geschwätzt. Hanoi, das han ich nicht mitgekriegt. Aber du, wenn das so ist, komm ne Zeug und erzähle mir auch ein bisschen was. Ha, freilich. Die Leute da draußen sollen ja wissen, was man so megert und treibt. Ich leg gleich mal was Entspannendes auf zur Untermalung. Schorsch, guck mal, es hagelt wieder. Und ein UFO ist, glaub, auch dabei. Ja, da fällt wieder was Leckeres rein. Mit den kleinen Bäbele ist wenigstens kein so ein Händel beim Fressen. Guck, wie unser Stamm schon anmarschiert kommt. Die riechen das einfach. Ja, das stimmt. Von alle Ecken kommen sie rausgekrochen. Fast jeder schnappt sich gleich ein Bäbele und dann geht's wie Äffler mit der Banane in den Beim zum ungestörten Dinner. Ja, guck, wie sie hockert. Wie ich, wenn ich immer verhock. Ja, Fresser ist ja auch das Schönste auf der Welt. Oh, guck mal, was unser Häuptling macht. Ihr Schwanleckers. Ja, der hat's große Hobby-UFO irgendwo gestern. Das sieht nach lecker Artemia-Krebsle aus. So ein frischer Proteinschneck ist einfach super genial. Das schwarze UFO-Ding ist auch klasse. Da platscht zu uns immer bloß die feine Artemia-Krebslerei und nicht die braune leere Kapsel. Das ist schon mordsgeschickt, das Ding. Ja, guck, es kommt. Und wird es wieder zuckt. Auf in die Position und los! Eifanger! Guck, der Karle kann sich halt wieder gar nicht zurückhalten. Wie der wieder rumfuchtelt, wie wenn er Schotterboxer tät. So ganz einfach ist es ja auch nicht, die zugige Dinger zum Fangen. Aber da lohnt sich letztlich jede Mühe, denn die sind einfach super lecker und gesund für uns. Neuer Tag, neues Glück. Was kommt denn da schön reingefallen? Froni, wo ist dein Brill? Das sind fein gekochte Brennnessel. Heute hat unser Häuptling auch Zeit gehabt, die zum Schneiden. Der letzte ist ja alles am Stück gekommen. Mei war das ein Gehändel. Ja, egal was. Wenn's Prigler sind, ist das für uns schon besser. Einfach viel stressfreier, wenn jeder sich sein Fressi schnappen und abzischen kann. Bei der Gelegenheit muss man auch mal sagen, dass so frisch gekochte Brennnessel echt gesund für uns sind. Guck, sogar die Kleine kriegen ihr Stickle ab. Man erkennt der Jungspund übrigens an der roten Greiferle. Das ist prima so. Und wie die sich die kochte Brennnessel schmecken lassen, einfach klasse. Ich hoffe bloß, dass unser Häuptling genug Brennnessel trocknet hat für den Winter. Ha! So stressfrei wie das ist, macht die Kleine auch noch gechillt Körperpflege. Mei, ist das nett. Ja, nett ist das. Aber nichtsdestotrotz sind wir so langsam am Ende. Jetzt wollen wir nur allgemeine Infos geben. Also, da wir so um die 5 bis 6 cm groß wären, sind wir nichts für einen Nanocube. Das Aquarium für uns sollte mindestens 54 Liter haben. Noch besser wäre noch größer. Gern auch im Gesellschaftsaquarium. Mit Fischle, die uns aber entnorgegangen. Vom Wasser her sind wir völlig unkompliziert.
Und wenn man uns ein bisschen eingewöhnt, kommen wir mit so ziemlich allem zurecht. So, das war's für jetzt. Dann Daddy sagen wir mal Tschüss. Ja, und vergesst nicht bei unserem Häuptling auf der Facebook-Seite, gefällt mir zum Klicken, wenn euch das Filmle gefallen hat. Ihr habt der letzte gehört, wenn viel Feedback kommt, dann dauert's bis zum nächsten Filmle nicht mehr so lang. Tschüss!